fahren jetzt nach New Orleans rein. Oder erstmal zu einer Plantage. Schauen wir uns das mal an, die Sklavengeschichten, die wir da damals hatten. Und dann mal schauen, ob ein bisschen shoppen vielleicht. Baby, get lost in this moment. Burning bright in the night sky. Said we could get lost in this moment. Coming alive in the nighttime. Then oh no, close your eyes. So, welche Ellie haben wir jetzt? Oak Ellie. Oak Ellie. Oak Ellie. Oak Ellie in Louisiana bei New Orleans. Man kennt das nur aus Filmen, ne? Deswegen sind die Bäume auch schon immer so groß, wenn die Filme von 1700, 1800, weiß ich nicht wann laufen, weil die Bäume ja von heute gefilmt wurden. Do you have any questions at this time? Weißt du, wo soll ich jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Ich bin noch hier. Aber hier hin. Schätz nicht so nah an. Die Plantage war in der Mitte von der Weg. Also von vorne ein Foto? Ja, auch noch. Ja. Die da. Wir machen auch von vorne ein Foto. Ja. Ja, gehen wir mal rum. Heba. So, ja, so will ich meinen Vorgarten auch haben hier. Ich denke mal, das werde ich nicht mehr schaffen, weil die Bäume relativ alt sind und ich so viel Zeit habe nicht mehr. Bestimmt schnell wachsen wollen. Auf keinen Fall. Nee. Die kannst du auch schlecht ausbuddeln und transportieren, ne? Ist so weit weg, aber. Wenn du das die nächsten Tage auch noch 20 Minuten am Tag machst, dann bringt das was. Was ist das bitte? Der Zuckerkessel. Aha. Gut. Ja. Holzdachziegel hier, ne? Ja. Wie lange soll ich das machen? Die ganze Zeit, einmal rum. Einmal rum.
Handy? Nee, hier. Und, war gut? Du hast kein vernünftiges Bild geschossen. Bist ja auch noch die Jüngste. Wir können das nicht mehr. Ja, das muss ja die Jüngste machen. Ich krieg meine Beine gar nicht mehr. Ja, du wiegst ja was. Der kleine Mensch, ey. Geht's sonst? Ja, anscheinend. Oh, hier ist offen, ne, auf der Seite. Dann fallen wir nicht rein. Kann ich nicht reinpassen. Man sollte sich hier mit einer Leiter hinstellen und Geld verlangen. Könntest du vielleicht ein Jahr überleben hier? Fängst du jetzt bitte auf, ja? Ja, das will ich sehen. Ich habe gesagt, wir brauchen mehr Action, also. Das werden wir machen. Fail, die Fail, durch. Ich habe jetzt ganze Zeug in der Hand. Hier, ja, das geht schon. Rast auch mal aus. Kannst du, die springen doch immer da runter, ne? Machst du das auch? Aber Rebecca springt runter, ne? Sehr klein, allerdings für amerikanisch. Guck mal hier, der ist fast so schnell wie wir, der Pelikan. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Wir verabschieden uns mit einem Mustang. Hallo, liebe Kamera, es ist ein anderer Kameramann, 70, genau.
war denn Lose 110? War 70, ja. 70, ja. Guckt sich einer das an. Diese Flagge da sieht aus wie ein Einfamilienhaus von der Größe. Ja. Auf der Kamera zwar wie ein Fliegenschiss, aber ist ja egal. Das ist ja. Autohändler, ne? Stimmt, ja. Guck mal hier, Ford, ein richtiger amerikanischer Händler mit richtig dicken amerikanischen Eiern. Alter, ist das geil. Da sind wir. Strictly M-Force. Achtung, Bundesstaatenwechsel. Willkommen in Mississippi, Kinder. Wir haben sogar die Mädels mit an Bord. Guck mal, hallo. Alabama Welcome Center. Wir haben es geschafft nach Alabama. Es ist jetzt grob gegen 11. Wir wissen zumindest nicht, in welcher Zeitzone wir sind. Kann sein, dass wir eine Stunde noch vorstellen müssen. Soll ich erstmal checken. Da ist der Kloppmeier. Letztlich, das ist hier, wie heißt der, auf der Rakete geritten ist hier? Man kann auch gucken. Münchhausen, ja. Mobile oder wie auch immer das hier heißt. Bear right after 5 miles onto I-65 North. Irgendein Center, nur keine Sau da drin, ne? Aber gut, dass es wenigstens ein Kilometer lang ist. Ja. E-Ladesäulen. Hör auf. Tja, nur leider kein Tesla. Alabama State Port. Sehr schön. Forrest Gump. Man weiß nie, was man bekommt. Schon ein bisschen hässlich auch wieder, ne? Ja, das andere, ey, was findet doch selber keiner, die finden sich überhaupt nicht zurecht. Ein Unsinn, hier steht Müll, Gleise, Güterwaggons, Schiffe, Verladehafen, ah, die Brücke ist schick. Willkommen in Glatt, Georgia. Ja, hier ist auch wieder alles voller Bäume. Georgia. Schnell kann es gehen. Ja, das Navi ist schon noch eine Stunde umgesprungen. Wenn Sie hier die Uhrzeit im Navigationssystem zu Navigation oder beziehungsweise in die Uhr. Zack. We'll be right back.
Dörfchen ist auch nicht schlecht, ne? Ja, ja, hier bin ich, wenn mich einer sucht, ne? Ja, also finde ich auch richtig geil. Also bin so ein Dörfchen, das ist schon nicht schlecht. In hier, in Thomaston bin ich hier. Thomas. Thomas Thomaston. Was war das mit der 8, irgendwas Bewertung? Also von der Optik her sieht das jetzt hier wirklich schon aus wie bei Walking Dead hier, ne? Auf den Spuren von The Walking Dead und The Vampire Diaries. So, es ist jetzt 8.45 Uhr und schon dunkel. 22 Meilen bis zum Hotel. Da müssen wir erstmal gucken, ob das überhaupt passend ist für uns. Und da gibt es noch eins, also zwei haben wir da zur Auswahl. Ja, wir schauen mal nach, was wir da heute so bekommen. Und dann werden wir uns auch ins Bettchen legen. Ja, wo sind wir hier? Mystic Falls!